So, hallo Freunde. Wir sind jetzt gerade hier im Ulkerup Skov, also im Wald von Ulkerup. Das gelbe Gebäude, wo ihr hier seht, das ist staatliche Forstamt, wo hier diese Wälder verwaltet. Und wir sind heute auf der Suche, oder wir wollen nicht, wir wissen ja, was ist, das kleine Volk besuchen. Das sind so gegossene Eisenskulpturen, die irgendwie da im Wald stehen unter ein paar Buchen. Mal sehen, ob wir sie noch finden und ob sie noch da sind. Hier als kleiner Schwenk die Milchwirtschaft und ein kleiner Teich dazu, dass die Idylle auch komplett ist. Vorbei geht's an einem alten Wirtschaftshaus und Rehdach. Der Kamin wächst schon zu. Und da wächst der Wald schon raus. Gehört halt auch hier mit dazu, zu diesem staatlichen Forstverwaltungsgebäude. Ja, und jetzt geht's weiter. So, die Steffi hat sich wahrscheinlich verlaufen und jetzt gehen wir halt einmal hier ein bisschen stramm lang. Wo sind wir denn jetzt, Also wir Steffi? sind jetzt hier Ja, wo und hätten wir rauskommen wir sollen? hätten hier nicht links abbiegen sollen, sondern rechts abbiegen müssen, so hoch. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier so wieder über diesen Pfad kommt man auch wieder auf diesen gelben Pfad. So was. Okay. Okay, jetzt müssen wir den ganzen Weg nochmal zurück. Das sind auch nochmal circa 4 Kilometer. Okay, weiter geht's. Ich habe Hunger. Oh, was für ein toller Waldsee. Ich habe Hunger. Sind wir jetzt gerade an einem, ja, so ein bisschen Museumsdorf. Das soll hier in dem Wald soll mal hier so ein Walddorf gewesen sein. Und hier ist so ein kleiner Informationsplatz mit einer kleinen Ausstellung. Müsste dann, glaube ich, automatisch Solarlicht angehen. Ist sogar hier eingezäunt, weil hier ist Viehbewirtschaftung
gucken wir es mal an. Nach meinen Informationen handelt es sich hier so in diesem Walddorf um ein Bauerngehöft aus dem 17. oder 18. Jahrhundert. Hier ist so quasi die Replika. Und dieser Grund hier ist quasi als Freilandmuseum kostenlos zugänglich. Hier nochmal die Informationsstelle, die wo quasi so diesen alten Gehöften da nachempfunden ist. Modern eingerichtet mit Solarpower. Das Licht geht automatisch aus. So, wie gesagt, sind wir im Ulkerupskof oder Ulkerupwald. Und hier gab es mal ein Walddorf, das wo bis 1782 existiert hat. Und hier stehen so kleine Statuen aus Gusseisen, die man im Jahre 2010 in Angedenken an dieses Bauernvolk hier im Wald angelegt hat. Ich sage also das kleine Volk, und hier stehen sie. Also wie gesagt, sind aus Gusseisen. Hat hier ein Künstler reingestellt. Die sind innen hohl. Und massiv Guss. Also wie gesagt, eine Erinnerung an dieses Waldvolk. Da hinten stehen, glaube ich, noch so zwei separat. Was das jetzt sein soll, das weiß ich nicht. Oder was das bedeuten soll, weiß ich nicht. Einer guckt ein bisschen in die Bäume und der andere guckt ein bisschen zu mir her. Ich weiß jetzt nicht, was der Künstler uns damit sagen will. Jedenfalls finde ich so eine nette Geste. Jetzt mache ich nochmal einen Schwenk um 180 Grad. Also quasi, die stehen da hier mitten im Wald. Und ja, ist irgendwie nett anzuschauen und für mich immer so ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen. Also wie gesagt, das ist jetzt das Ulkerup-Waldvolk. Okay, das wollte man euch bloß geschwind zeigen. Ich hoffe, euch hat uns so ein kleiner Ausflug gefallen. Und wir sehen uns auf YouTube. Es grüßt der Indoranger.